Ja, Freunde, und damit hallo und willkommen zurück bei Vampir. So, da steht Doris fucking Fletcher. Und wir lassen sie. Was, wisst ihr, was das Ding ist? Ich weiß jetzt gar nicht, welche Widerstände das bedeutet, also was das alles bedeutet, ne? Also, ist auch egal. Huch, gehen ist schwer. Deswegen machen wir jetzt erstmal was anderes. Ich die Türen jetzt hier schon auf? I cannot enter. Also wenn ich jetzt hier nicht mehr rauskomme, dann haben wir ein ganz großes Problem. Ein ganz, ganz großes. Guck mal hier, alle. I have this thirst for blood. Genau, die hat's ja. Das hat's ja nicht gespeichert, dass ich die getötet habe. Hier geht's nicht lang. Also. Was ist jetzt der Plan? Der Plan ist. Raus hier, wieder hoch. Ey, ich hab was vergessen. Raus hier, wieder hoch. Oh, wieder hoch, raus hier. Und dann. Erstmal die Leute zu heilen. In. Wieso? Wieso steht der denn wieder? Okay, das ist mir neu, dass jetzt selbst die wieder auftauchen, die ich schon getötet habe. Hier oben, das finde ich ziemlich kacke. Auch wenn die mir natürlich ein bisschen Ressourcen und Materialien geben. Das heißt, ich muss nochmal gucken, ob sie jetzt hier was verändert hat. Also es tut mir ehrlich leid, Freunde, dass wir jetzt hier den ganzen Scheißweg nochmal gehen müssen. Aber am Ende haben wir keine andere Wahl. It's locked. Wo sind wir denn hier hoch? Hier muss es irgendwo rausgehen. Hä? So, Freunde, fühle ich mich gerade verarscht? Oder kommen wir hier nicht mehr raus? Wenn das jetzt tatsächlich so ist, dann haben wir hier ein Riesenproblem. Genau, den haben wir jetzt. It's locked, all right. Hä? Ach du Scheiße. Also wenn das jetzt tatsächlich der Fall ist, dass ich hier nicht mehr rauskomme, haben wir ein Riesenproblem. It's locked. Okay. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht raus. It's locked, all right. Ich mache an der Stelle kurz eine Aufnahmepause. In der Hoffnung, ich finde irgendwas raus. I cannot enter. In der Hoffnung, ich finde irgendwas raus, wie wir wieder rauskommen. Denn das ist der Hammer, den ich mitnehmen wollte. Und wahrscheinlich ist die Tür jetzt hier zu. Okay, Freunde. Vielen Dank. Vielleicht. Bis dann. So, Freunde. Man kann wohl eventuell durch die Vordertür abhauen. Ich hoffe, das klappt. Wenn das nicht funktioniert... It's locked, all right. Wenn das nicht funktioniert, sind wir hier aufgeschmissen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das nicht klappt, weiß ich nicht, wie ich jetzt hier weitermachen soll. Denn dann ist mein ganzer Fortschritt hier für den Arsch. Das wäre sehr tragisch. Hier war eine Ratte. I can't believe I'm doing this. Wir haben ein Blutserum. Ah.
Ja, dann halt. Alles klar. Das ist ja geil. Naja, machen wir es halt auf die Art. Schauen, ob er den jetzt hier durchkriegt. Okay. Beide tot. Oh, jetzt müssen wir hoffen, dass wir hier irgendwie vorn rum rauskommen. Sind die alte geplatzt? Oh, ein Glück. Ein Glück. Ich dachte, ehrlich, Freunde, ich dachte ehrlich, das war's. Wenn wir hier nicht rausgekommen wären, hätten wir das Ganze abbrechen können, ohne Scheiß. Alter. Ein Glück habe ich gerade gelesen, dass der eine hier durch die Fronttür einfach rausgegangen ist wieder. Gut. Das wäre es jetzt gewesen, Leute. Das wäre es gewesen. Da hätten wir wirklich das ganze LP einfach abbrechen können. Weil ich hätte kein Savegame gehabt. Und mit einem fremden Savegame starte ich nicht. Weil ich nicht weiß, was ist da alles gemacht. Das ist ja nicht meins, ne? Eieiei. Das war jetzt ganz schön heavy. Da ist mir kurz die Pumpe gegangen. Ob das noch klappt oder nicht. Heißer, heißer, heißer. Meine Güte. Ei, Leute. So, deswegen ist der Plan eigentlich, dass wir jetzt erstmal alle in den Docks, glaube ich, heilen. Dann müssen wir jetzt also irgendwie zu den Docks, die dort alle wieder ganz machen und gesund machen, in der Hoffnung, dass wir da nicht auf dem Weg dahin tierisch auf die Fresse kriegen. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Aber vermutlich sind die Gegner außerhalb der Docks noch relativ relaxed. Abgesehen natürlich von allem, was im West End rumtobt, wie zum Beispiel dieser Level 27 Vampir bei dem Kimura. Und höchstwahrscheinlich werden wir dann Kimura verlieren. Das ist ein Risiko, das wir leider eingehen müssen. Es kotzt mich megamäßig an. Ja klar. Hier ist ja der Vulkot. Der steht da rum. Wie komme ich jetzt hier raus? Gar nicht, ne? Geil. Naja, ich habe ein bisschen Blut. Aber es ist halt auf die Art. So, ja, ich bin tot, ich weiß. Kann euch aber egal sein. Nämlich schon eine Weile so. Ich brauche weißen Phosphor. Okay. Gut. Aber die hat das kaum was abgezogen. Irgendwie kriege ich von denen weniger Blut durch meinen Dolch, als ich dachte. Ich habe doch eigentlich eine Blutaufnahme mit dem Dolch. Irritiert mich gerade etwas. Hallo? Was ist denn jetzt dein Problem? Kann ich nicht, wenn mir einer zuguckt, oder was? Blut haben wir auch nicht. Die Vermin! I am already dead, you bastard. So, jetzt kann ich die Tür öffnen. Danke, Spiel, für deine glorreiche... Und es hat natürlich dadurch, dass ich gestorben bin, all meine normalen Patronen verbraucht. Geilo Milo, Leute. Super. Also, was brauchen wir? Wir brauchen 5-mal gegen Erschöpfung. Haben wir. Super geil. Der beste. Ey, scheiße. Uns fehlt so viel an Zusatz- und Inhaltsstoffen. Muss ich mal merken, was wir da brauchen konkret.
So, jetzt gehen wir erstmal. Hier müsste es uns ja relativ gut gehen. Hier dürfte nichts passieren. Aber hier gibt's Ratten, oder? Komm mal her. I have this thirst for blood. Das sagt er auch auf die lasziv-mögliche Art und Weise. Mal ganz ehrlich. I have this thirst for blood. Oh. Geht ihm jedes Mal einer ab, wenn er hier Blut nuckelt. So, wir müssen jetzt... Whitechapel war ja soweit gesund, beziehungsweise soweit es halt geht. Wir müssen an die Docks. Aber wenn wir jetzt wissen, dass Doris Fletcher... Ey, was? Oh. Wenn wir jetzt wissen, dass Doris Fletcher die Tochter von Harriet Jones ist, stellt sich doch gleichermaßen die Frage, ob wir nicht mal... Wir müssen hier unten lang. Ob wir nicht mal mit denen reden sollten. Hallo! Danke! So, kriege ich hier irgendwas von denen? Glasviole, Nazo und Naklo und Aluminiumfragmente. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich will in dem Moment, aber egal. Besser man hat, als man hätte. Jemanden umgebracht, Leute. Ihr habt mir damit wahrscheinlich einen Gefallen getan, aber das ist mir erstmal egal. Nein! Da! Drecksack! Ich wollte hier bleiben. Hier liegt noch Zeugs. Mensch, Leute. Nicht immer so eilig hier. Bitte? Na, ihr macht das schon da oben. So. Wir gehen jetzt an die Docks. Respawnen. Oh, Teil eines guten Griffs. Respawnen hier Kisten? Jetzt bin ich doch schwer verwirrt. Oder nach einer Nacht. Also das irritiert mich jetzt gerade wirklich mehr, als ich zugeben möchte. Hier ist auch keiner. Das ist ja gut. Da können wir jetzt einfach hier durchgehen. 9600 EP. Alter. Wir gehen nochmal hier rein. Vielleicht hat sich hier auch irgendwas regeneriert. Nö, hat sich auch nichts verändert durch die folgende Nacht. Schade. Hätte ja sein können. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Aber warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Docks waren doch, genau, wie können denn die... Ach, die sind trotz allem gesund. Das ist cool. Edwina Cox. Müssen wir dich heilen, Meister? Okay. Are you worried about the conditions in London? Okay, I've heard rumors about some sort of militia patrolling, killing the sick. The wet boot boys are overrun. Okay, das heißt, es gibt neue Fragen. Das ist geil. Das ist geil. Vielleicht kriegen wir da auch endlich mal ein paar neue Hinweise. Können wir gucken, ob hier hinten noch irgendwas respawned ist an Zeugs, was wir gebrauchen könnten. Nee, scheinbar nicht. Aber das Spiel hat gespeichert. Sehr gut. So, dann gehen wir zu Edwina, bei der weiß ich, dass sie Hilfe braucht. Ja, ja. Good evening. Hello again, Dr. Reed. Perhaps I would. Please, take this. Thank you. So. Are you worried about the sanitary situation in London? The bodies are piling up, but I'm not afraid. I'm still alive and I intend to stay that way. Das ist eine gute Einstellung. What you have to sell. As long as you have money. Yep. Kosten ja nicht viel, die nehmen wir mit. So. Aluminiumteil eines guten Abzugs.
So, Patronen nehmen wir auch noch ein paar mit. Hat die irgendwas? Aluminiumpulver, Schmiermittel, Feder, Pillendose. Kann zerlegt werden. Ah. In der Pillendose ist auf jeden Fall Zeugs, was wir brauchen. Was können wir denn verkaufen? Den Dolch. Ah, warte mal. Das ist Miltons. Die macht mega Schaden. Das ist immer noch sehr, sehr geil. Waffen und Module. Wovon haben wir denn ewig viel? Aluminiumfragment bringt halt leider nicht viel Geld. Bleipatten haben wir sehr viel. Und Bleistangen sehr viel. Die Frage, ob wir die brauchen. Wow. Nicht schlecht. Keine wiederverwertbare Teile. Wiederverwertbare Bestandteile. Schöne Blume. Ne, die will ich nicht zerlegen. Verkaufen. Das finde ich ein bisschen fies. So, wen müssen wir denn hier jetzt hier noch bezirzen? Schauen wir mal. So, Stella, Martin, Nightingale, der ist drüben. Lottie ist drüben, der ist drüben. Das heißt, nur noch Stella von hier. Mit Öhmchen. Müssen wir uns mal hier um... Ah, danke. This is despicable. Ich weiß. Hä? So, Stella, Öhmchen, du wohnst irgendwo hier, ne? Moin. Dann wohnst du... Rufus? Rufus? Ich könnte mal fragen. All these whispers of monsters got folk gossip. Merkwürdig. Evening. Über den fehlt uns noch ein Hinweis. I never really felt safe in this town anyway. Now's the first time that everyone seems to feel the same way as me. Is anything worrying you right now? Gunshots. I hear them every night. Who's firing? Who are they shooting at? That's what's scary. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, die Leute darüber zu fragen. Explain so much. Ah, Stella. Geil. Hallo. Öhmchen. Good evening, Mrs. Fishburne. Lass mich eintreten. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. Natürlich, Dr. Reed. Gut. Wir hätten vielleicht erst kaufen sollen. Wir hätten vielleicht erst kaufen sollen, wenn der Bezirk wieder. Mit dem müssen wir nochmal reden. Wenn der Bezirk wieder geheilt ist. It's locked. It's locked, alright. Ich wollte jetzt nicht die Oma ausschließen. Mann! Mrs. Fishburne. I am. Then let me give you a prescription. I thank you. Ja, so. Do you have any news about Sean Hampton's shelter? Haben wir sie nie gefragt darüber? I just heard the sad saint keeps on helping the sick and poor. God bless his soul. Okay. Oh, tatsächlich. Aren't you worried about the conditions around here? Hate everywhere. The city will not sink because of this flu. It's the violence that will finish us all. Okay. Goodbye, Miss. Haben wir nichts weiter rausgekriegt und wahrscheinlich würde ich den Schlüssel nur dann kriegen, wenn ich sie töte. Ja, ja, ich hau schon wieder ab, Öhmchen. Mann. Archer Woodbed, wo bist denn du? Du rammelst irgendwo hier rum, ne? Good evening, Mr. Woodbed. Good evening to... Haben wir über ihn alles? Are you worried about the sanitary situation in London? I never thought I'd live to see the last days of London. Just another thing I was wrong about, I suppose. Okay. Goodbye, sir. Mit Tom sollten wir auf jeden Fall nochmal reden. Der ist eigentlich Quell von Informationen. Gibt's hier noch irgendwas? Wie kämen wir bloß hier rüber? Das wollen wir ja aber noch gar nicht. Es regnet. Tatsächlich fällt mir das zum ersten Mal auf, dass es regnet. Wie hat wieder gespeichert? Tom Watts. Über uns, über sie fehlt uns noch was. Richtig oder falsch? Wo ist er hier? Ah, und den werden wir auch nicht kriegen. He didn't deserve this. Welcome.
Welcome back. Are you concerned about the sanitary situation? It may surprise you, but I'm not. I've heard about the men-at-arms and the fights between gangs at night, but that's nothing new. I wish I shared your optimism. It's not optimism. Gangs have been fighting in this part of town since before I was born. This war will stop when enough blood has been spilled. Okay. Good. Tut mir leid, ich frag die jetzt nochmal aus. Muss sein. You still work? Are you worried about the sanitary situation? Of course I am. Everywhere's deserted. Houses, streets all empty. People buying guns. We hear them go off every night. It's bloody frightening. Da fragt man sich, wie viele Leute hier sind. Goodbye. Komm mal her, Meister. Good evening, Mr. Delaney. What? Are you worried about the sanitary situation in London? More contagion, more despair, more guns and more dead. More alcohol. Alles klar, du warst Goodbye. Genauso aufschlussreich wie immer, du Penner. So, das heißt, wir müssen jetzt hier in den Teil der Docks. Immer auch hier hinten. Muss noch irgendwas geben, was wir verpasst haben. Wir kommen hier nicht rein. It's locked. Weil das mit ihm hatten wir schon. Es hat wieder gespeichert. Das ist immer ein bisschen irritierend, wenn das Spiel plötzlich speichert. Ich weiß nicht. Ich vermute, dass wir... Achso, mit ihm könnte man natürlich nochmal kurz reden. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Aren't you worried about the conditions here in London? I've heard armed men have started patrolling the city, even killing the sick to stop the epidemic. Starting to like this city again. Du bist so ein Bastard, Goodbye, Alter. Mr. Fishburne. Den müssen wir noch irgendwas rauskriegen können. Irgendwas muss es da noch geben. Naja. Aber vielleicht sollten wir das auch einfach später machen, bevor wir jetzt uns hier dran ewig aufhalten. Man kam doch hier noch rüber zu den Docks auf einem etwas besseren Weg, dachte ich. Oder irre ich mich gerade?